Ja, seien Sie herzlich gegrüßt, meine Damen und Herren. Wir haben gerade eine gemeinsame Konferenz mit der Bundeskanzlerin und einer Reihe von Bundesministerinnen und Bundesministern und den Kollegen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder gehabt und sind, darüber freue ich mich ganz besonders, zu gemeinsamen Entscheidungen gekommen. Wir sehen, dass wir eine sehr, sehr ernste Lage haben. Darüber habe ich Sie mehrfach unterrichtet und trotzdem müssen wir besonnen bleiben. Wir haben am Freitag einschneidende Maßnahmen beschlossen. Ich erinnere daran die Schließung der Gaststätten. Ich erinnere daran, dass wir die Zahl beschränkt haben, wer sich im öffentlichen Raum gemeinsam bewegen kann. Und ich möchte mich zunächst einmal herzlich bedanken dafür, dass viele Bürgerinnen und Bürger das auch wirklich beherzigt haben. Die Lage in Hessen war gestern so, das haben alle berichtet, auch alle Polizeipräsidien, dass die Bürger sich in ganz großer Zahl danach gerichtet haben. Und das ist gut so. Wir können viele Beschlüsse fassen, aber am Ende müssen die Menschen auch selbst sich danach richten. Und deshalb appelliere ich auch heute wieder daran, dass das, was wir gemeinsam wollen, nämlich dass die Zahl der Kontakte nach Möglichkeit so weit reduziert wird, wie es irgend geht, dass das der entscheidende Schritt ist. Die schrecklichen Bilder aus Italien und zum Teil auch aus Spanien mahnen uns, es geht hier darum, dass wirklich alle mitmachen. Und deshalb ist es gut, dass wir in Deutschland uns auch gemeinsam entschieden haben, bestimmte Maßnahmen zu verschließen. Und dazu darf ich Ihnen sagen, das meiste, was heute vereinbart wurde, haben wir in Hessen schon gemacht. Und es gibt zwei Punkte, über die ich Sie besonders informieren möchte. Das eine ist, wir haben am Freitag darüber uns verständigt und auch eine entsprechende Verordnung erlassen, dass wir im öffentlichen Raum, also auf den Straßenplätzen und auch in den Parks, nur Ansammlungen bis zu 5 Personen zulassen wollen und davon nur Ausnahmen in Familiengröße. Wir haben heute gemeinsam beschlossen, dass wir diese Änderung noch weiter einschränken müssen. Wir haben nunmehr vorgesehen, dass sich in diesem öffentlichen Raum jemand nur alleine bewegen darf. Alleinstehende, zum Beispiel ältere Mitmenschen, die, wenn sie spazieren gehen wollen, die Hilfe von jemand anders brauchen, sich auch jemanden zweiten dann sozusagen dazunehmen können. Diese zweite Person muss nicht aus dem Familienkreis kommen, sondern es kann auch jemand anders sein. Und zum Dritten, dass wir auch beschlossen haben, dass diese Regelung so auszulegen ist, dass die Familien, auch Hausgemeinschaften gemeinsam raus können und auch gemeinsam dann in der Öffentlichkeit sich aufhalten können, frische Luft schnappen und alles das, was jeder für sich für wichtig hält. Also entscheidend ist einer, gegebenenfalls plus einer, und häusliche Gemeinschaften. Das wäre sozusagen ein wesentlicher Punkt, auf den haben wir uns gemeinschaftlich verständigt. Das gilt für alle und auf welchen Wegen man das erreicht, ist jetzt mal sekundär. Sie wissen, dass einige Länder ein Ausgehverbot hatten mit Möglichkeit, dieses Verbot zu umgehen bzw. zu erlauben, dass man trotzdem raus kann. Andere Länder wie wir sagen, es kommt nicht darauf an, wie sie Regeln sind, wie man rauskommt, sondern wie viele sich draußen treffen. Im Ergebnis ist beides das Gleiche und insofern freue ich mich, dass wir hier zu einer gemeinsamen Haltung gekommen sind. Wir haben eine Reihe weiterer Beschlüsse gefasst, die wir in Hessen alle schon haben, zum Beispiel die Schließung der Gaststätten etc. Neu in diesem Zusammenhang ist eine Passage, die wir auch vereinbart haben, dass nämlich Dienstleistungen, die im Bereich der Körperpflege stattfinden, eingeschränkt werden. Das gilt insbesondere jetzt auch für Friseure, für Massagesalons und ähnliches mehr. Die medizinisch notwendigen Behandlungen bleiben allerdings möglich. Das sind zunächst einmal die Dinge, die sich für uns in Hessen neu ergeben.
Alles andere ist bei uns bereits geregelt. Wir haben uns darüber hinaus mit einer ganzen Fülle von Fragen beschäftigt, die sich mit dem Infektionsschutzgesetz beschäftigen, die sich mit den wirtschaftlichen Hilfen beschäftigen, mit einer Fülle von Gesetzgebung im Bereich des Sozialschutzes, aber auch der Insolvenzordnung des Mietrechts. Dort herrschte große Übereinstimmung. Und jetzt geht es zunächst einmal darum, sowohl der Bund wie die Länder brauchen die parlamentarische Zustimmung, das heißt Bundestag, Bundesrat oder wie hier in Hessen auch den Hessischen Landtag. Vielleicht so viel zur Einstimmung.